In einer nie zuvor gesehenen Maßnahme schottet China eine Megastadt ab, in der Hoffnung, die Verbreitung des tödlichen Coronavirus zu stoppen. Inmitten des wichtigsten Feiertags des Landes, dem Frühlingsfest, wird Wuhan, eine Stadt mit mehr als 10 Millionen Menschen, abgesperrt. Zu diesen Feiertagen können die meisten chinesischen Arbeiter ihre Familien in der Heimat besuchen. In diesem Jahr hat das Coronavirus diese Pläne durchkreuzt. Vor der Lungenklinik Wuhan spricht ein TV-Korrespondent mit einem Mann, dessen Frau Symptome entwickelt hat. Lei De Xue lebt mit seiner Frau, seiner Tochter und seiner Mutter. Am darauffolgenden Tag ruft der Reporter Lei De Xue an, um zu sehen, wie es ihm geht.会去医院的，但是我现在爬不起来。哦，那看来还情况还蛮严重。家里另外两个人的情况怎么样？那天你跟我们说，老伴啊、妻子啊，和这个老母亲啊，状况都不太好。都不是很好。等于现在一家三口都还没有确诊。对，没有确诊。现在谁的情况更严重一点？我老婆。这两天最高的温度是多少？ 39.8. Lei De Xue glaubt, dass seine Familie Anzeichen des Coronavirus hat. Aber in Wuhan sind medizinische Ressourcen Mangelware. Dr. Sung He holt eine Patientin ab, die sagt, sie habe eine Herzkrankheit, aber diese ältere Dame lebt mit ihrem Mann alleine. Ihre Tochter ist aufgrund der Quarantäne des neuen Coronavirus nicht bei ihnen. Die Frau hat aufgrund einer Herzkrankheit das Bewusstsein verloren. Als das Ärzteteam eintraf, fand es heraus, dass sie auch seit 3 Tagen Fieber hatte. Die Frau wird in das Union Hospital gebracht, eines von 28 festgelegten Krankenhäusern im Kampf gegen das Virus. Mit der steigenden Zahl der Infektionen in Wuhan sind die Rettungskräfte rund um die Uhr im Einsatz, um Patienten ins Krankenhaus zu bringen. Wenn die überfüllten Krankenhäuser keine Patienten mehr aufnehmen wollen, müssen die Sanitäter verhandeln. Die Frau heute hatte Glück. Das Krankenhauspersonal ist bereit, sie aufzunehmen. Für sie war es zu jenem Zeitpunkt zu spät, um ihre Schutzkleidung anzuziehen. Deshalb muss sie sich im Nachhinein gründlich desinfizieren. Am darauffolgenden Tag wird bei Herrn Lei, der ins lokale Krankenhaus gebracht wurde, offiziell das Coronavirus diagnostiziert.
Er ist der Erste in seinem Wohngebiet, der mit der Infektion diagnostiziert wurde. Arbeiter müssen nun das gesamte Gebäude und seine Wohnung desinfizieren. Nur Lei De Xues 76-jährige Mutter wohnt noch zu Hause. Während die Stadt von der Außenwelt abgeschottet ist, bleiben die meisten Leute zu Hause. Nachbarschaften sind in Blöcke eingeteilt. Ein Verwalter ist dafür zuständig, die Symptome der Personen in seinem Block zu überwachen. Zhou Xiang Sheng ist für den Block zuständig, in dem die Familie von Lei lebt. Chung Yang ruft Herrn Lei bei seiner Behandlung an. Oh.
来个合一工，就不发烧。现在完全不行啊！哎呦，咳嗽的还真的很厉害。好的，好的。少说话。是是。说话我要咳嗽。好，不要说话了，你听我们说就行了。我们今天跟着这个社区一块儿去你家里看了看你老母亲，她状况还很好，放心吧，一切都会好起来的。Das Union Hospital Wuhan liegt im Westbezirk. Dieses Gebäude wurde vom 1. bis zum 14. Stock in eine Quarantänestation für Coronavirus-Patienten verwandelt. Das Krankenhaus hat strenge Regeln. Es darf nichts mit in die Quarantänestation genommen werden, nicht einmal unsere Kameras. Was in die Quarantänestation reingeht, bleibt auch dort. Das medizinische Personal muss 2 Schichten Schutzkleidung tragen: Handschuhe, Überschuhe, Gesichtsmasken und Schutzbrillen. Unsere Crew hat das Krankenhauspersonal überredet, uns doch mit einer GoPro-Kamera reinzulassen, die nach dem Filmen einen ganzen Tag lang in Desinfektionsmittel eingelegt werden muss. Die Ärzte und Krankenschwester hier arbeiten 6-Stunden-Schichten ohne Pause. Sie können nichts trinken oder essen und nicht einmal zur Toilette. Dr. Tang war seit 2 Wochen nicht zu Hause. Dr. Tang sagt, schwerkranke Patienten bräuchten besondere Pflege. Die Zimmerruftöne erklingen ohne Unterlass. Die Krankenschwestern eilen von einem Patient zum nächsten. Eine Aufgabe der Krankenschwester Chu Pei Pei ist das Windeln wechseln. 自己拉去啊。Das Personal muss in Hotels leben, getrennt von ihren Familien. Frau Chus Arbeit hält sie von ihrer 3-jährigen Tochter fern. 两个礼拜，两个礼拜，非常爽。晚上下班很晚，等我回去的时候，我都睡了，就是我晚上回来宾馆也会想，那视频的时候他已经睡了。 Nach einer 6-Stunden-Schicht kann Dr. Tang endlich seine Schutzkleidung ausziehen. Sein Körper ist mit Ausschlägen übersät. 你工作的时候一直在忙，就也顾不上，反正就感觉没那么痒。对，洗完了以后，把衣服脱完了以后洗。那要多久会消呢？可能要休息就是6到8个小时吧。Das Personal steht unter unendlichem Druck. Dennoch ist Dr. Tang optimistisch. 我说潘多拉的盒子已经打开了，然后灾难、恐惧、疾病这些都跳出来了，然后但是这个盒子里面最后的一样东西，就是我们看这个希腊神话里面他说的，就是希望。只要希望还在，那么之前的所有这些都不会是什么问题。Es ist die Arbeit dieser Ärzte und Mitarbeiter, die Hoffnung gibt, dass Wuhan das Virus überwinden kann. Als TV-Korrespondent Chun Yang diesen Wohnbezirk betrat, gab es noch keine nachgewiesenen Fälle. Es ist eine Wohngemeinde mit fast 10.000 Wohnungen und über 20.000 Bewohnern. Der Gesundheitsdienst des Bezirks überwacht Dutzende Personen, die dem Virus potenziell ausgesetzt waren. Das
贴过那个单子，你们应该可以看见有些印记，他们都湿了。哦，你好。好的，好的，哎，哪位是？进来吧。哪位是小雷？我们就不进了吧。哎，你好，在门口聊几句。嗯。您是自行到他们家来隔离的？对对，自己过来隔离的，因为之前是父母都有这个发烧的情况出现，所以说出于安全的考虑，就过来了。记得通风啊，家里每天至少两次半个小时以上啊，要通，记得通风的。都在通，每天都在通风，然后在消毒。尽量减少，不舒服都没有吧？没有不舒服的。你跟我这个交流你也看得出来。那你在这边亲密接触的人，像你们，情况怎么样？我们都挺好，都没问题。都没问题，没有任何症状。家里也有一个。比较好，我们家里比较注意，像每天通风啊，包括你像有太阳，你就晒被子干嘛的，尽量去做一些这样的一些预防的事情，这样的事情。好的，好的。八四消毒液呀，然后这个门口也放了这个酒精的。调的那个酒精的那个喷的，然后就只要有进来就会喷。所以我想问问您，就是像他们这样的这种亲密接触者，他们自己进行在家里进行自我的这种隔离，自我的这种消毒也是可以的。可以啊，不过最好的就是他们跟他隔开。如果说因为不是每个人都有条件另外住一间房子的，住一套房子的，所以一般就是他们可以。隔离者就是单独在一个房间里面，这样，然后保持通风，然后如果说需要接触，就是尽量保持一米以上，就是这样的。好，你听到了这个医生的话。好，平时多喝水，多吃蔬菜，然后还要戴口罩是必须的，就是你在个家里戴口罩都是必须的，不能说是不戴口罩，因为这种情况的话，你还是正在隔离中，隔离的话，你还是要把口罩戴好。是的，戴着口罩，一天24小时都戴着口罩。对。如果问问你的话，像小雷的话，他算是有一个密切接触者。你现在心里怕不？我不怕呀。不怕。这个我们自己的话，也经历过非典的，都有一些以前有一些经验嘛，所以我觉得这个疫情肯定迟早就是一个时间问题，肯定会过去的。嗯。你还特别勇敢，一直都很支持。一开始我是很焦虑的，因为毕竟我父母是生病了，然后我是很焦虑担心他们，然后他每天也是在安慰我呀，然后我们一起去关注这个事情。谢谢联系。好的，谢谢小雷。感谢，好，感谢，不要担心你父亲。Da ein direktes Gespräch die Gefahr einer Ansteckung birgt, hat TV-Korrespondent Chun Yang anschließend über WeChat mit Frau Lei gesprochen. Xiao Lei, 你好。你好，你好。对，我看到你戴上口罩，我就放心了，因为我打电话的第一个目的就是想看看你在家里是不是也要戴上口罩，无时无刻。是戴着的，我跟这个家里其他的人一样，也都是戴着口罩。都要戴着的哈，那就好。那我第二个最关心的就是你今天的体温怎么样？现在我夹着，然后参加采访好了，我让那个朋友去拿一下。那也可以，因为我们最关心的是你的这个体温。虽然你今天已经是10天了吧。Wenige Tage bevor sie von zu Hause wegging, bemerkte ihre Mutter ein Fieber. Dann hatte ihr Vater ähnliche Symptome. Sie sagt, ihre Eltern hätten ihr erzählt, dass die Krankenhäuser Probleme hätten, die steigende Zahl an Fieberpatienten aufzunehmen. 最高烧到了多少度？我母亲最高是烧到了39.8度。对，他就是大概在发烧的第三天烧到了39.8度，当时真的家里每一个人都急得不行。我的父母呢就是说他们说觉得就是我在家里一方面我帮不上忙，另一方面我极有可能被感染。他们最主要表达的一个想法就是说，我是他们唯一的女儿，如果我感染了，他们俩就可能完全没有心思再去管他们自己了，如果全家人都感染了的话，就谁也指望不上了。所以我父母就紧急的就说让我必须离开家里，就是最后我们全家人一起决定，就是让我出来。Frau Lei hat ihre Eltern weiterhin jeden Tag angerufen. Ihrer Mutter ging es nach und nach besser. 就我出来之后，最为煎熬的，除了说担心以外，就是你也不敢频繁的去打扰他们。就是你跟他打电话的时候，你感受到他精神状态不是很好，你很想回去，他马上就会，就是跟你说，那你不能回来，怎么样？就是会很激动。
Eine Woche, nachdem sie von zu Hause weggegangen war, wurde Frau Leys Vater offiziell mit dem Coronavirus diagnostiziert. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ihre Mutter wurde medizinisch überwacht. Jeden Tag rief sie ihre Großmutter an und textete mit ihren Eltern. 那么一直到现在，哦，这个结果出来了，好，那咱们先看看你这个结果怎么样。好的，现在我自己先看一眼啊，是36.3，这个视频里不知道能不能看得清楚。嗯，没问题，啊，没问题，我相信你的这个报告。哎，我大概也看到那个水银柱了。对对对，那很好，那很好。那随着这个天这个隔离天数的马上就要结束，说明你是没有问题。Mit der Ausweitung des tödlichen Virus im ganzen Land sind immer mehr Krankenhäuser überfüllt. Als Reaktion darauf wurden Tausende von Arbeitern, darunter Ingenieure, Elektriker und andere Fachkräfte, losgeschickt, um ein komplett neues Krankenhaus zu bauen. Sie arbeiteten sogar während der Feiertage zum Frühlingsfest.整个厂区我们按照垃圾填埋场的这个标准来建设，在我们厂区的下面设置了有这个两道土工部，一道防渗膜，保证我们的医疗废水一滴都不渗到我们地下。Innerhalb von nur 10 Tagen wurde das Hua-Shen-Shang-Krankenhaus fertiggestellt. Es war die erste von 2 Notfalleinrichtungen. 这个房间的静压差，也是我们通常所说的那个压力梯度。这个指的是确保我们这个负压病房安全的一个非常重要的一个指标，可以确保我们这个外面的风是向我们这个病房的里面吹的，把传染源控制在我们病房内。Es gibt 1000 Zimmer für Patienten. Das neue Gesundheitszentrum beherbergt 1400 medizinische Mitarbeiter. Das Krankenhaus öffnete am 3. Februar 2020 zum ersten Mal seine Türen. In Leys Wohngebiet wird die Prävention und Kontrolle des Coronavirus immer aufwendiger. Es gibt derzeit 28 Angestellte und ehrenamtliche Helfer in der Wohngemeinde Sai Luo Shen. Sie besuchen jeden Tag Familien und überwachen die, die mit den Infizierten in engem Kontakt waren. Na, 目前你现在感觉怎么样？哦，
就是说有那个发烧，有那个咳嗽，就是一些感冒那个症状，就是其他都还好，是不是？现在医院就是情况也是比人比较多，一般的话像你去早期如果出现这种症状的话，建议是在物业里咨询。接触者的四高一模式，每日。但是我跟你要说话噻，就是自我在物业自我隔离要去一个模式啊，因为物业有个老人，所以你们物业三个人最好是就是你单独跟他们分开，你一个人去睡一个房间。你那个房间平常你要在房间里待着，没得事就不要出门。你如果出了那个房间门，一定要戴口罩，要消毒。目前那个症状，医生也是说疑似，对不对？他也没有确诊，所以说你不要给自己有心理负担，对不对？在屋里了，该吃吃，该喝喝，营养一定要跟上，晓不晓得？营养跟上，你的免疫力这边才会好。每天就像我跟你要说的，一天盯两个点，然后量体温。我们每天会给你打电话的。如果情况你觉得自己不舒服，我们这个电话一天24小时。Während Fieber und Husten im Winter häufig vorkommen, können diese gewöhnlichen Symptome angesichts der Verbreitung des Coronavirus Panik auslösen. Nadeln, Tropfe und das Coronavirus. Es ist kurz vor Sonnenaufgang an einem weiteren anstrengenden Tag in der Fieberklinik des 4. Krankenhauses Wuhan. Der 26-jährige Chiang Seda wurde Krankenpfleger, als er 18 war. Er hat sich dem Kampf gegen das Coronavirus angeschlossen, nachdem Wuhan von der Außenwelt abgeschottet wurde. Er lebt jetzt gemeinsam mit seinen Kollegen in einem Hotel nahe des Krankenhauses. Eine Maßnahme, um zu verhindern, dass das Virus sich ausweitet. Auf dem Weg zum Krankenhaus erklärt er, er müsse während einer Frühschicht bis zu 150 Patienten Infusionen geben. Nachtschichten seien nicht so hektisch, es sei dennoch erschreckend, wie vielen Patienten er Nadeln legen müsse. 夜班主要是跟病人打针、换药，然后做皮试。然后，上一个班的时候我是输液了56个病人，然后这一次工作量应该是差不多的。Er muss mindestens 1,5 Stunden vor seinem Schichtbeginn da sein. Dadurch hat er genug Zeit, sich vernünftig anzuziehen und zu schützen. Aufgrund von Lieferengpässen ist die Schutzkleidung nicht in allen Größen verfügbar. Einige kleingebaute Frauen müssen Klebeband benutzen, um alles luftdicht zu machen. Und beim Einstechen von Nadeln können Schutzbrillen eine Herausforderung darstellen. Das Krankenhauspersonal versucht, optimistisch zu bleiben und die Angst abzustreifen. Die Krankenschwestern leben weit von zu Hause entfernt. Auch Wang Cheng, deren Ehemann als Arzt im gleichen Krankenhaus arbeitet und Coronavirus-Patienten behandelt. Gemeinsam mit Chiang kämpfen diese Krankenschwestern seit fast einem Monat an der Front gegen das Coronavirus. Chiang hat abgenommen, 10 Kilogramm. Er bereut es nicht, immerhin will er der fitteste Oberkrankenpfleger werden. 本来健身很多年，然后就是为了应付这些，遇到危难的时间能够顶上去。Aufgrund der Lieferengpässe konnte unser Kameramann keinen Extraschutzanzug erhalten, um in den Infusionsraum mit den Coronavirus-Patienten zu gehen. Chiang nahm unsere GoPro und filmte eine kleine Tour. 因为像我的话，
我是东院手术室的，然后我的队友他们是一个是小儿骨科有十年经验的护士，然后还有一个老师是西院手术室，他有17年的工作经验，所以我们这个小组是非常强大的。嗯。Aber ihre Erfahrung bedeutet auch mehr Verantwortung. 现在我们主要就是如果我们能够顶上的话，我们其他的兄弟姐妹就可以有更多的休息时间。现在工作量确实有点大，然后大家都很迫切。Diese freiwilligen Helfer haben einen anstrengenden Tag vor sich. Ihre To-Do-Liste beinhaltet, Kisten mit Handschuhen und anderen Schutzmaterialien zu füllen, die aus ganz China und dem Rest der Welt gespendet wurden. Ihre Verteilung ist jedoch eine Herausforderung geworden, vor allem hier in Wuhan, dem Epizentrum der Coronavirus-Epidemie. Die Stadt wurde abgeschottet und aus Angst vor einer Infektion mit dem Virus möchte keiner ausgehen. Das ist Frau Wu, Mutter von 2 Kindern und Besitzerin eines Bar, die nun eine ehrenamtliche Helferin ist. Wir sind in der Kinderkrankenhaus und der 4. Kinderkrankenhaus. Wir suchen den Hausleiter, der ist vor der Stadt. Die Lieferung war nicht einfach. Die Helfer mussten zahlreiche Umwege fahren, bis sie endlich das Tor erreichten, an dem ein Arzt sie ungeduldig erwartete. Die meisten Krankenhäuser der Stadt, die Coronavirus-Patienten behandeln, lassen gesunde Personen nur an speziellen Orten rein. Nur ein paar Tage, weil jetzt die Kopfhörer und die wichtigste ist die Schutzmaske und die Kopfhörer. Andere sind gut. Wu hat erfolgreich 2400 medizinische Masken geliefert. Sie sind derzeit unglaublich schwer zu bekommen. Es gibt auch Masken, die von der Frau zu ihrem Mann gehen. 然后我们是因为我每天在家里有两个小孩还有老人，他们是不太支持的，但是因为我比较坚决，就是因为太多需要我们了，所以就每天就是担心，回去以后就自我隔离，然后我可能还害你挨骂了是吧？啊，对，然后我妈就骂我说她嫁入了是我影响到她。Das Interview wurde von einem Anruf unterbrochen. Li ist Wus Cousin, ebenfalls ein freiwilliger Helfer.嗯，是这样的，是吧？如果害怕，可能就不出门了。其实怕，每个人都怕，但是我们要保护好他们，他们才能更好的去、更安心的去服务。这点我要跟我姐吐槽一下啊。嗯。我们那个志愿者那个室友培训，这考试还考得有点难了。Nachdem sie einem zweiten Krankenhaus ebenfalls medizinisches Material geliefert haben, gehen die beiden Freiwilligen zu Wus Spa zurück, das derzeit als ihr vorübergehendes Büro fungiert. Ihre Gruppe hat 200 Mitglieder, aber sie suchen immer nach mehr Kurieren, die bei den Lieferungen helfen. Wu und Li sagen, sie könnten den Tag kaum erwarten, an dem die Menschen ihre Masken abnehmen und vernünftig miteinander interagieren könnten.Während der Feiertage zieht Wuhans Hahnstraße normalerweise Millionen von Touristen an. Aber in diesem Jahr findet man nur Leere. So what we can see here is all the jewelry are taken away. I think they have been put into storage. No diamonds, no rings.In China wird der Valentinstag von Liebespaaren mit Candlelight-Dinnern und Geschenken groß gefeiert. Er stellt uns 4 Paare in Wuhan vor, die darüber sprechen, wie sie trotz Quarantäne verbunden bleiben. Wir haben 2 Menschen in diesem Kampf-Einsatz schon seit 20 Tagen. Ich wollte ihn in 2020, am 2. Juli, wegen einer Überraschung.我的对象呢是一名在校大学生，目前，因为学校放假了嘛，今年其实学校放假还挺早的，然后他就回家后就被隔离了。两个在一起半年了，这次封城的，因为武汉封城的原因，然后男朋友就没有回老家，所以我们两个人就决定在家里就一起隔离，相互有个照应。
元月二十四号的时候，我女朋友玉晨突然跟我讲，她也被抽调到金银潭医院，然后于元月二十五号报到，然后我当时就很吃惊，然后就之后在病房，大概是正月初三还是初四的时候，她在病房里面护理我们的危重患者的时候，我从那里路过，然后我看到防护服上写的玉晨的名字，然后我就问了一下是不是来自湖北省人民医院，她说是。然后之后我们就是这样在这个战场上无意间相遇了。就是说他本来说是回去的，然后我说要不在我家先吃个饭然后再回去，但没想到吃个饭第二天早上起来武汉封城了，就回不去了。 还没有吃饭，那天我们是二十三号是封城，二十四号是除夕，好像 是不是，反正就很快，就是，发展的都很快，就准备要回去了。但是我想这都已经，就因为我们是提前得知封城的消息，我们那时候还没睡，其实是有八个小时的空档期，我们是可以走的。所以我跟他商量一下，我说其实我们有想过要不要说，包括你家里，这是实话，包括你家里人跟他，我说要不要一起回我老家，因为稍微远一点，所以疫情稍微好一点。然后我们讨论一下，就是他就包括他家里，我们也商量，就跟我说他们过去了，那也怎么说呢，就是武汉才是他们生活的地方，才是他们家里的这个才有家的这个感觉，所以他们去那里他们也没有就说怎么说就不想去，就想留在武汉对，跟武汉共进退，就是，对，就他们觉得去哪都一样这里他们反倒觉得才有才有安全感。对，基本上是我们在工作的状态下是看不到的，就是下班还是可以碰，对，下班了不起就是说，我记得我有一天嘛，就是哎，一个那个患者他递上来的那个处方笺，我再看，哎，这是我老公开的，他名字哟，就只是可以看到名字。对对对，结婚纪念日期是情人节当天嘛？对对对，零九年二月十四号。我相信这是疫情给每个人都会留下一个深刻的记忆，对吧？我们也不例外。我觉得没有影响，反而增进了感情。怎么讲？因为我平常工作也挺忙的，然后给他打电话的时间其实不是很多，然后现在疫情把我们束缚在家里，就只有每天说说心里话呀什么的，互相鼓励扶持，就觉得感情还是加深了很多。每个季节都会拍一张背影，然后现在就还差一个春天的，你可以看到是夏天的，然后秋天的，冬天的，然后我们还差一个春天的，然后我们就说好，就是等武汉好起来了，然后我们就去武大樱花园去拍一张春天的，然后放在上面变成四张，就是代表我们一起走过春夏秋冬。Der TV-Korrespondent Chun Yang hat Herrn Lei zum ersten Mal an der Lungenklinik Wuhan getroffen. Hier lebt er, seitdem er mit dem Coronavirus diagnostiziert wurde. Das ist die erste, der 24. Juli, als wir in der Klinik waren. Das ist ein Krankheitsort. Drei Tage Zeit, das ist ein Krankheitsort. Das ist ein Krankheitsort.病情会加重，病情加重才三天时间。他现在是处于一个什么阶段？轻、中、重？他还属于轻的。哦，还是属于轻的。对，他还属于轻的。炎症的都是白肺。哦。你看整个肺看不到正常的肺液，哦，全部都白的。你看这个都还是黑的。Als Leiterin der Atemwegsabteilung hat Du Ronghui schon viele Infektionskrankheiten gesehen. 冬天是我们呼吸科医生最繁忙的时候，那么我们也见了很多肺炎。比如说细菌性肺炎、支原体、衣原体、军团菌，那么还有一些病毒性肺炎啊，比如说我们的腺病毒，还有副流感、流感、甲流，甚至这些都是甲流。Am 3. Januar entdeckte Du Ronghui in den ersten CT-Scans neuer Patienten Anomalien。一下子就来了五六个，而且他这种影像学呈现出来的，跟我原来所见的。这种肺炎是不一样的，他们这些病人的肺炎很相似，就像一个人，打个简单的比方说通俗一点，都很有特点，要么就是在下肺炎，沿着这个胸膜平行于胸膜分布的，这种毛玻璃白的，然后要么就是
沿着支气管血管束分布的。因为当时对这个事件呢还没有定性，更让我们琢磨不透的是，没有华南海鲜市场，没，因为元月一号不是关闭了吗？华南海鲜市场关闭了，后来来的人就没有华南海鲜市场接触史。那这一部分肺炎跟我平常见的肺炎不一样，我就马上跟院里面汇报，我说这部病人我们要在发热门诊要留观，不能放到我们的呼吸科病房来，而且他们要隔离。我的医生马上要启动，我接诊的医生要启动我们的二级预防、二级防护。我一定，这是很关键的，这个地方是很关键的。你如果说把一个有这样新型冠状病毒肺炎到我结核门诊就诊，到我呼吸科门诊就诊，而我这些包括在这里看病的病人，包括呼吸科和结核科，包括我的医生护士，他们都是专只戴一个口罩的，就是相当于一个标准防护，没有上升到二级防护，那这院感就很可怕，很可怕了。所以这一次的话，造成呼吸科很多呼吸科是医生和护士发生这院感的事情。会不会就是说，您提出这些主张啊、举措，会不会，比如说院里面觉得你大惊小怪了，当时有没有想过这些？院领导应该还是非常尊重我们这个专家的这个判断的。对，还是非常尊重我们专家的判断的。事实之中强调，就是这个医务员的院感的事件的话，尽量不发生，尽量是零感染。院领导理念也是这样的。Dr. Du erzählt, dass ein neuer Coronavirus-Patient in kritischem Zustand vom Union Hospital Wuhan am 20. Januar auf die Intensivstation dieser Klinik verlegt wurde. Am 7. Januar hatte dieser Coronavirus-Patient eine Hirnoperation. 14 medizinische Mitarbeiter der Operation waren infiziert. Am Tag, als Chun Yang Herrn Lei besucht, trifft er zufällig Vizedirektor Chao Lei von der Infektionsabteilung des Union Hospitals. 两位主任大概说一下，就是这位病人现在是一个什么状况？这个病人相对来说相对来说比现在要好一些，有些趋于平稳，但是目前的话状况只能说是目前相对平稳，相对，后面的话还不一定，也不能说是乐观，后面还要过很多关，感染的关，功能恢复的关，肠胃营养的关，还得要这个就是免疫力恢复起来的这几道关，这几个关口都过不去了，最后还得看他呼吸功能的残留的状态到底有多少。如果残留状态还行，不过现在看的话应该可以。如果这几关都过了以后，基本上就可以在普通病房慢慢再进行康复。就是说，我们作为这个感染科来讲的话，应该说还是要这个加强自己的业务基本功。同时呢，我们就是对一些这个隐患，也在这个不断的学习中，不断的跟这个新的这个疾病的这个斗争中，可能会积累很多的经验，然后把这些经验可能以后用到对一些未知疾病的这个防护上面去。Chun Yang erfährt, dass vor einigen Tagen alle 14 infizierten medizinischen Mitarbeiter genesen aus dem Krankenhaus entlassen worden sind. Während Herr Lei im Krankenhaus lag, durchlief seine Frau zwei Tests, die negativ ausfielen. Am 1. Februar konnte sie nach Hause zurückkehren und sich mit ihrer Schwiegermutter unter Eigenquarantäne stellen. Am 3. Februar veröffentlichte das Hauptquartier für Prävention und Kontrolle der neuartigen Lungenentzündung einen Beschluss. Demnach sollten alle Personen, die engen Kontakt mit einem Fieberpatienten hatten und jene, die in den Fieberkliniken mit den Symptomen der neuartigen Lungenentzündung diagnostiziert wurden, zu einem zentralisierten Quarantäneüberwachungspunkt gebracht werden. Sie sollten mit vom Bezirk bereitgestellten Fahrzeugen transportiert werden, um sie zu überwachen, zu behandeln oder andere präventive Maßnahmen durchzuführen. Dem Beschluss folgend wurde Herr Leys Mutter und Ehefrau zur medizinischen Überwachung zum zentralisierten Quarantäneüberwachungspunkt gebracht. Am 3. Februar schickte Herr Lei, der in der Lungenklinik Wuhan behandelt wurde, eine WeChat-Nachricht. Die Situation ist sehr gut.
Außer Husten habe ich keine anderen Symptome. Heute Morgen hat mich der Arzt informiert, dass die Ergebnisse meiner gestrigen Untersuchung negativ waren.